heute in der Sendung: Die umgehen mit Medien, der Tag der Medienkompetenz in Hannover. Und wir sprechen mit Tabea Dammann über die Großdemonstration am Sonntag in der Leinemarsch. Außerdem, wie kann nachhaltiger Konsum gelingen? Und damit herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin für Hannover und die Region. Schön, dass Sie dabei sind. Medien sind heutzutage allgegenwärtig. Der richtige Umgang mit ihnen will aber gelernt sein. Am Tag der Medienkompetenz können sich alle, die im Bereich Medienbildung arbeiten, fortbilden. H1 war als Medienpartner vor Ort. Maren Koch und Larissa Peters berichten. Alle 2 Jahre findet der Tag der Medienkompetenz statt. Am Maschinenbaucampus in Garbsen wird in Vorträgen, an Ständen und in Workshops über das Thema Medienbildung informiert. Im Fokus steht auch Digitalität in der Schule. Wie sehr ist digitale Bildung schon in Niedersachsen angekommen? Wenn ich das vergleiche mit unseren ersten Angeboten der Medienkompetenzvermittlung, sind wir, glaube ich, in Niedersachsen inzwischen schon ganz schön weit. Aber solche ganz neuen und jungen Entwicklungen wie KI, ChatGPT oder so zeigt auch, dass wir da immer am Ball bleiben müssen und immer wieder unsere eigenen Maßnahmen überprüfen müssen, damit insbesondere eben auch Kinder, Jugendliche, ihre Eltern sich einfach mit den neuen Möglichkeiten moderner Medien immer wieder auseinandersetzen, auch kritisch auseinandersetzen. Eröffnet wird der Tag mit einem einführenden Vortrag zum Thema digital gestütztes Lernen verstehen und kompetent handeln. An vielen Ständen werden Projekte vorgestellt. Ilka Germer von der Zentralstelle Jugendsachen des Landeskriminalamt Niedersachsen stellt ein Projekt für Grundschulkinder zum Thema Cybermobbing vor. Kinder wachsen mittlerweile mit Medien auf. Was genau können sie noch lernen? Auch ein Kind, das neben dem Meer aufwächst, kann nicht einfach schwimmen. Von daher glaube ich, Kinder lernen von ihren Eltern und von allen Erwachsenen einen hoffentlich verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass sie da bei jedem Schritt begleitet werden und dass wir als Erwachsene ganz offen sind für all das, was sie dort erleben und ihnen ja einfach zur Seite stehen. Doch Medienbildung ist nicht nur für Kinder wichtig. Auch Erwachsene können von Medienbildung profitieren. Wie kann das gelingen? Man muss eben die Erwachsenen dazu bringen, dass sie kreativer umgehen mit dem Ganzen. Dass sie nicht keine Angst haben vor neuen Techniken. Die sind nicht böse, die machen nichts. Es ist einfach nur eine neue Technik. Ich muss aber dadurch eben halt mein Altersleben oder halt eben auch die Bildung eben anpassen, um das eben dann nutzen zu können. Und dafür muss einfach gezeigt werden, es ist nicht böse. Das machen wir auch in unserer Schulung. Wir lassen selbst die Erwachsenen gerne damit spielen. Dadurch bauen sich natürlich dann sehr schnell die Hürden ab. Ob Grundschulkinder oder Erwachsene, Medienkompetenz ist ein andauerndes Thema. Durch die rasante Entwicklung der Medien bleibt dranbleiben wichtig. Gestern fand eine große Demonstration in der Leinemarsch statt. 20 Gruppen aus Klima- und Umweltschutz hatten sich gegen die Ausbaupläne des Südschnellwegs zusammengeschlossen. Von über 6.000 Teilnehmenden sprechen die VeranstalterInnen, die Polizei von 3.800. Tabea Dammann war die Versammlungsleiterin. Über die Demonstration möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Frau Dammann, schön, dass Sie da sind. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wie haben Sie die Demonstration gestern erlebt? Die Demonstration war super, super schön. Wir waren richtig viele Menschen, die sich alle gemeinsam gegen diesen Ausbau gestellt haben und die einfach gezeigt haben, dass in solchen Zeiten, wie wir jetzt gerade haben, dass es nicht angebracht ist, einfach Pläne durchzuziehen, ohne sie auf Klimagerechtigkeit zu überprüfen. Und dafür waren wir ja mega laut und mega viele und hatten einfach eine gute Zeit. Vor rund einer Woche hat das Verkehrsministerium jetzt allerdings bestätigt, dass es bei der geplanten Ausbaubreite bleibt. Wie war denn die Stimmung bei den Protestierenden? Ich glaube, die Stimmung ist nach wie vor super gut, weil auch letztes Jahr hätte niemand von uns erwartet, dass wir ein Rodungsmoratorium hinkriegen. Und wir haben es trotzdem geschafft. Und klar sieht es gerade nicht so rosig aus, aber ich glaube, was wir richtig deutlich machen, ist, dass solche Fehlentscheidungen wie jetzt in Hannover oder in ganz Deutschland nie wieder stattfinden können. Und dass wir auch beim Westschnellweg sowas nicht zulassen. Und auch, dass wir eben bereit sind, weitere Schritte zu gehen und den Druck oben zu halten. Und ich glaube, das ist trotzdem mega wichtig, auch wenn es gerade ein bisschen am Kriseln ist. Von der Organisation Ende Gelände wurden Baumaschinen besetzt. Der Rückhalt in der Bevölkerung gegenüber radikalen Protestformen von KlimaschützerInnen ist gerade nicht sehr hoch. Für wie sinnvoll halten Sie denn solche Aktionen? Ich glaube, wir haben gestern auf der Demo mega krass gesehen, dass auf jeden Fall die Menschen, die dort waren,
ganz stark hinter Ende Gelände standen. Es ist ja ein Jubel ausgebrochen, als es auf der Bühne verkündet wurde. Und ich glaube, es ist auch super wichtig zu zeigen, dass es Menschen gibt, die Schritte weiter gehen. Jetzt egal, ob man wirklich sagt, diese Schritte würde ich auch machen, oder ob man einfach nur nachvollziehen kann, wieso Menschen eben ja, sich in dieser Situation befinden und sagen müssen, okay, es ist notwendig, diesen Schritt zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da sehr gut in der Bevölkerung vereinigen können und sagen können, okay, alle gemeinsam am selben Strang, vielleicht nicht mit denselben Aktionsformen, aber alle gemeinsam. Die Rodungsarbeiten in der Leinemasch sollen frühestens im nächsten Jahr starten. Was bedeutet das für das Protestcamp Tümpeltown am Südschnellweg? Wird es jetzt den Winter über besetzt bleiben? Ich glaube, das ist alles gerade noch voll in Gesprächen. Natürlich ist es wie immer, Leute sind da, Leute leben da, Leute verbringen da ihre Zeit. Und wie sich der Winter genau gestaltet, wird man, glaube ich, dann sehen. Es ist natürlich auch einfach eine super krasse Belastung für Menschen, dort zu sein, auch im Winter. Aber ich bin mir sicher, dass viele Menschen dort bereit sind, ihr Bestes zu tun und auch über ihre Grenzen oder an ihre Grenzen zu gehen, um zu zeigen, was sie bereit sind zu machen. Gibt es denn noch Möglichkeiten, die Planungen zu stoppen? Ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, ganz klar zu zeigen, dass man Sachen nicht akzeptieren muss. Also, dass man eben sagen kann, okay, mir ist das jetzt wichtig und ich zeige das. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass Menschen in ganz Deutschland merken, okay, wir können aufstehen, wir können hinschauen und wir können uns dagegen einsetzen. Und dementsprechend glaube ich, dass es mit ganz viel Druck immer noch ja, so ein paar Knickpunkte quasi gibt, wo man was ändern kann. Und wie ich ja schon gesagt habe, das ist nicht das einzige Projekt, was jetzt irgendwie stattfinden soll. Und ich glaube, dafür ist es richtig wichtig, am Ball zu bleiben und ganz klar zu machen, sowas lassen wir einfach nicht zu. Nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Protestbündnis Leinemasch bleibt? Ja, wir haben ja einen heißen Herbst angekündigt. Natürlich wird er sich auch ein bisschen auf die Rodung und Räumung konzentrieren. Aber trotzdem werden wir am Start sein, immer noch mit Infoveranstaltungen, Aktionstrainings, mit verschiedenen Mahnwachen. Ich glaube, das sieht ähnlich aus wie die letzten Jahre. Und dann eben, wenn es zu Räumung und Rodung kommt, haben wir einen Rodungsalarm. Wir haben 800 Menschen hinter uns, die direkt dann eine SMS bekommen, wenn es losgeht, und die dann am Start sind. Und wo wir uns dann einfach alle gemeinsam gegen diese Zerstörung stellen können. Es scheint ja trotzdem einigermaßen ausweglos, dass sich an den Planungen für den Südschnellweg noch etwas ändert. Wie groß sind denn die Hoffnungen, dass sich beim Westschnellweg die gleichen Fehler nicht wiederholen? Wir waren ja jetzt in super vielen politischen Gesprächen. Also wir waren mit Olaf Lies in Gesprächen am runden Tisch und haben irgendwie festgestellt, dass das alles nur eine Farce ist, dass da eigentlich kein richtiger Wille für Veränderung da war. Und es wurde immer wieder darauf Stellung bezogen, dass im Westschnellweg es dann anders laufen würde. Und so richtig Vertrauen, muss man sagen, haben wir jetzt nicht mehr so richtig. Aber natürlich irgendwie auch die Hoffnung, dass wenigstens in dem Falle das Wort gehalten wird. Das heißt, wir schauen ganz genau hin, was Herr Lies da tut, werden bestimmt auch in Gesprächen teilnehmen und nicht aufhören, bis es ganz klar ist, dass sowas nicht nochmal passieren darf. Frau Dammann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Shopping in der Innenstadt. Geht das ohne schlechtes Gewissen? Der individuelle Konsum spielt für die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Doch wie kann nachhaltiger Konsum funktionieren? Maren Koch und Larissa Peters haben es ausprobiert. Hey Maren! Lust, heute ein bisschen shoppen zu gehen? Aber komplett secondhand. Komplett secondhand? Geht das überhaupt? Das finden wir heute heraus. Das ist also unsere Challenge. Nur secondhand shoppen in Hannover. Dafür haben wir eine Liste mit Klamotten und Alltagsgegenständen zusammengestellt. Unser Ziel? Alles von der Liste in Secondhand-Läden finden. Und warum das Ganze? Secondhand ist eine nachhaltige Art des Einkaufens, indem man Kleidung und Alltagsgegenständen ein zweites Leben gibt und dadurch umweltschädliche Massenproduktion umgeht. Unsere erste Anlaufstelle ist Oxfam in der Innenstadt. Hier werden wir schnell fündig. In der großen Auswahl an gut erhaltener Bücher, kompletter Brettspiele und schöner Tassen zum Tee trinken. Nicht nur wir finden hier viel. Oxfam ist ein beliebter Anhaltspunkt begeisterter Secondhand-Shopper. Als nächstes gehen wir zu Valentich in der Nordstadt. Der Valentich ist ein Secondhand-Shop. Wir verkaufen Secondhand-Ware, aber auch Neuware und Retourware aus Online-Shops. Und wir versuchen, ein breites Spektrum an Stilen zu repräsentieren, dass für alle was dabei ist. Das gelingt dem Shop. Hier finden wir eine große Auswahl an Kleidung. Wir sind auf jeden Fall schon mal fündig geworden. Genau, ich habe ein paar Sneaker in meiner Größe gefunden und zwei verschiedene rote Pullis. Ich habe auch ein paar Sneaker in meiner Größe gefunden und einen Wintermantel. Unsere Liste wird dadurch immer kleiner. Wir haben einen Mitarbeitenden gefragt, ob er auch selber Secondhand shoppt.
Ausschließlich eigentlich, ja, tatsächlich. Ich mag die, das Gefühl, wenn ich was gefunden habe, was mir gefällt, weil ich häufig lange suche, bis ich was finde. Genau, und ich mag es, Klamotten zu tragen, die irgendwie einzigartig sind oder die zumindest sehr nicht so geläufig sind. Ein Problem finden wir auf unserer Liste: Unterwäsche und Socken. Dabei können jedoch Fair Fashion-Läden helfen. Für Greenality in Hannover stehen Umweltschutz und Menschenrechte an oberster Stelle. Dadurch können Konsumierende auch abseits von Secondhand nachhaltig shoppen. Unser letzter Halt in Hannover ist Elfi und Ignaz. Neben einer großen Kleidungsauswahl gibt es hier auch Möbel, Deko und mehr. Eine Mitarbeitende zeigt uns sogar eine besondere Sammlung an Vintage-Klamotten. Und hier geht's nach Narnia. Willkommen. Wow. Genau, hier haben wir einen kleinen Raum für ganz exklusive Kundschaft. Genau, also mit Vintage ist hier nicht so viel, aber das sind halt Sachen, die meistens verbrannt werden würden von großen Modemarken und so kaufen das Privatleute ein. Die Leiterin Elfi geht selbst auch nur Secondhand shoppen. Ihre Ware bekommt sie von ausgewählten HändlerInnen. Was hat sie dazu bewegt, ein Vintage-Institut zu gründen? Ich dachte mir, ich wollte einfach einen Laden haben, so wie ich gern shoppen würde. So habe ich einfach mein Konzept aufgebaut und irgendwie wollen wohl alle, ganz viele so shoppen wie ich. Wir ziehen unser Fazit. Wir haben fast alles an Klamotten und Kleinmöbeln gefunden. Außer Elektrogeräte. Dafür gibt es aber die Elektrofundgrube, wo man Geräte zweiter Wahl finden kann. Also Maren, was denkst du? Komplett Secondhand-Shoppen, geht das? Es geht tatsächlich. Wir haben fast alles von unserer Liste gefunden und wir haben dabei richtig coole und einzigartige Teile vor allen Dingen gefunden. Also könnte man sagen, Secondhand-Shoppen lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Und zum Schluss haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Jeden Donnerstag finden in Linden die Linden Jazz Sessions statt. Ein Treffpunkt sowohl für NewcomerInnen als auch alte Hasen in der Jazzszene. Um 21.30 Uhr geht's los, im GIG am Lindener Marktplatz. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Wir sind morgen wieder um 18.45 Uhr mit einer Ausgabe für Sie da. Bis dahin, machen Sie's gut.